Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge 7 Days to Die. Und ihr seht da hinten gerade, der Mond geht nach unten. Und auf der Uhrzeit sieht es auch, es ist kurz vor 4. Wir sind zurück hier und werden die Stadt weiter looten. Das heißt, wir ist meine Wenigkeit und der gute Kevin, die olle Hallo. Zicke. Niegelnagelneu. Hast du den Mund mit die Folge mit Per Woll gewaschen? Kevin hat auf dem Flachwitzbuch geschlafen. So, er schlägt schon wieder zu. So, wir öffnen mal die Tür hier. Zack, 4 Uhr. Attacke, weiter geht's. Ich muss noch mal den Pillen laden. Wir sollten vielleicht auch mit dem Brick hier unten das Loch noch zumachen. Von der Wand. Was der gute Bär gemacht hat. Ach Quatsch. Ah, das stimmt. Offen die Scheiße. Du hast recht, Löcher werden total überbewertet. Ja. So, ja. Könntest du mal jetzt auch verkehrt verstehen, die Aussage, Löcher werden total überbewertet, aber du hast recht. Meine lieben Zuschauer, genau das ist der Unterschied zwischen Kevin und meine Wenigkeit. Ich bin bewusst nicht näher drauf eingegangen, Kevin schon. So. Tut mir leid. Damit hätten wir es aber. Wenn du eine Anspielung machst, kann ich nichts dafür. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. So, ich werde jetzt mal hier dezent noch die. Befasst du dich jetzt so, Reusport? Irgendwas zu sagen? Nein, ich habe so einen leichten, angehenden Frosch im Hals gerade. Wow, ich bin im falschen Laden, fällt mir gerade so ein. Und hier ist irgendwo ein Zombie. Höre ich gerade, wie er rumschlägt. Weil es sonst unpraktisch für dich war. Nein, ich bin in den Essensladen nochmal rein. Ach, da ist er. Einer? Wow. Was? Der ist gleich mal dezent durchgegangen. Der Pfeil. Das hier ist nicht nur ein Zombie. Es ist eine scheiß kleine Wanderhorde. Mach deine Probleme nicht zu meiner. Ich habe hier gerade eine scheiß Wanderhorde am Arsch. Das heißt, ich verziehe mich jetzt hier erst nochmal. Jetzt deine Probleme nicht zu meinen. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist aber nur, dass du das Problem hast, nicht ich. Finde ich gut. Das ist grundsätzlich natürlich richtig. Ich komme da aber auch nicht an den Laden, wo ich hin will. Oh, ein Hase. Jetzt werde ich mal gucken, wo die Horde hin ist. Also ich müsste, bin zumindest aus deren Blickfeld weg. Mal gucken, vielleicht kann ich sie umlaufen. Das wäre natürlich am besten. Ja, oder drüben. Ja, oder drüben spazieren sie rum. Ich versuche mich da jetzt mal dezent dran vorbeizuschleichen. Mal gucken, ob mir das Ganze gelingt. Ganz langsam. Wenn wir das mal machen. Weil vielleicht haben wir Glück und die verlassen die Stadt wieder. So, in der Zwischenzeit. Wo wir hier vorbeischleichen und nichts passiert im Endeffekt, möchte ich die Zeit nochmal kurz nutzen. Und zwar möchte ich mal auf einen Kommentar, auf, ich glaube Folge 19 war es gewesen, vom guten Maki eingehen. Ich habe es in den Kommentaren selbst schon geschrieben nochmal. Und zwar hat Maki, und das möchte ich gleich mal vorheben, finde ich absolut super und gut. Von Maki gab es bei diesem Video ein Dislike. Aber nicht einfach so, sondern hat es aus seiner Sicht, wie er es empfunden hat, einfach auch begründet. Das finde ich grundsätzlich schon mal super, während ich jetzt Hunted bin. Gut, es ist ein 1. Keine Probleme, immer noch nicht zu meinen machen. Das ist die gute Dame hier. Die jetzt gerade nicht. Ah, ne, ist keine Dame. Das ist ein blöder Zombie, der am Zaun gefangen war. Ja. Kommentar. War unter anderem war folgender, also was ihm da nicht so gut gefallen hat, das war so Geschichten wie eben auch was das Looten betrifft. Stirb. Was das Looten, nicht das Looten, sondern so zum Beispiel so manche Dinge wie Essen, Trinken, ob wir das nicht rausschneiden könnten, weil das dann doch recht langweilig für ihn ist. Oder wieso empfindet er es zumindest. Ist aber so, dass man einfach sagen muss. Es ist halt ein Let's Play und da ist es einfach auch so, dass das eben mit dazugehört. Also Essen, Trinken, Farmen. Wir machen ja schon mittlerweile sehr viel im Off, weil man einfach sagen muss, na klar, ihr habt keine Ahnung, wie oft jetzt schon gesehen, wie wir Bäume schlagen, wie wir Steine farmen und so weiter und so fort.
Die Zuschauer sehen bei mir jetzt, wie ich einen Gunsafe aufprügle. Ja, Kevin ist schon wieder auf Zuschauer fangen, während ich hier mit Zombies beschäftigt bin. Was hat das mit Zuschauerfang zu tun? Ja, Gunsafe und so. War lediglich eine Aussage, dass es jetzt kurz langweilig wird. Ach. Oh, und alles in 600er Qualität. Sehr schön. Ja, bei mir sehen die Zuschauer gerade immer noch, wie ich einen Zombie nach dem anderen hier kalt mache. Jetzt deine Probleme immer noch nicht zu meinen machen. Ja, und es werden nicht gerade weniger... Ach du Schande, wo kommt denn der jetzt her? Irgendwie kommen jetzt alle Zombies aus dem Wald. Das ist jetzt nicht die Wanderhorde, glaube ich. Also mir geht's gut. Ja, das ist schön, aber ich könnte langsam echt mal etwas Hilfe hier gebrauchen. Ja, vielleicht gleich. Sag ich dir jetzt ganz ehrlich, weil mir... Ich habe zwar noch einiges am Pfeilen, aber irgendwann gehen die mir auch aus. Bin ja schon gleich auf dem Weg. Er ist gleich auf dem Weg. Ja, ihn immer hetzen muss. Ich hetz nicht. Mach zu, dass du dich jetzt hierher bewegst, und zwar zügig. Mann, echt, ey. Oh, jetzt steht er wieder auf. Ich hab dich schon mal nicht getrackt. Oh, ich dich auch nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich höre dich zwar schießen, aber ich habe keine Ahnung, wo du bist. Beim Pillenshop. Beim Essensladen, da ist es. An der Straße entlang. Hab dich. Zombie vor dir, Krabbler. Ja, hab ich schon gesehen gerade. Nimm du die Schwester. Hab ich schon. So. Hier wahrscheinlich noch mehr von den Viechern. Aber gut, mal gucken, ob wir jetzt vielleicht dann doch mal nochmal in den Pillenshop reinkommen. Also irgendeiner ist in dem Essensladen. Und schlägt da alles kurz und klein. Ich mache mich nochmal in den Pillenshop hier rein. Zack. Denn da ist noch ein bisschen was zu looten. Ich glaube, die anderen Sachen hier hatte ich, glaube ich, alle, oder? Ja. Da hier war ich in dem Haus gerade einfach bloß, ob ich was Sinnvolles finde, wo es sich lohnt reinzugucken oder eher nicht. Weil das eher nicht der Fall ist. Also wir haben jetzt im Off auch so ein bisschen vorsortiert nochmal, kann man denke ich so sagen. Nämlich insofern, dass wir ein bisschen... Darf ich jetzt wieder gehen, ja? Ja, ist gut, Kevin. Vielen Dank. Und zwar insofern, dass wir... geguckt haben, was können wir oder was werden wir als erstes auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir zurückgehen. Das heißt, das haben wir uns schon nochmal ein bisschen zurechtgelegt, beziehungsweise noch eine Kiste gebaut dafür. Und dass wir da nicht ewig sortieren müssen. Alles, was wir nicht wegbekommen im ersten Run, nenne ich es jetzt einfach mal, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt dann im Off noch holen. Weil ich denke auch, dass das so ein Punkt ist, so hin und her laufen, möglicherweise nicht ganz so interessant ist. Möglicherweise. Wenn es anders ist, dann schreibt es für die Zukunft einfach mal in die Kommentare mit rein. Das wäre, denke ich, auch mal ganz gut zu wissen, einfach wie ihr das so seht. Ja, aber ich bin durch die Zombies ein bisschen abgeschweift. Also ich möchte nochmal ganz klar betonen, für diesen Kommentar und dieses Dislike, dass das gegeben wurde durch Maki, finde ich absolut super, finde ich cool. Also natürlich, Dislike sieht keiner so gerne, klar, irgendwo. Aber, und das habe ich immer wieder gesagt und immer wieder betont, solange das Ganze begründet ist, ist es natürlich, kann man was mit anfangen. Also damit, dann weiß man wirklich, was hat denn demjenigen nicht gefallen oder was hat eine gut gefallen. Das ist auch das, was ich ja immer wieder sage, ruhig gerne Kommentare schreiben und reinschreiben, was gefällt euch nicht so. Hilft uns unglaublich weiter. Muss man ganz klar sagen. Weil wir damit natürlich
ja einiges anfangen können in dem Sinne, dass wir wissen, okay, was kann man vielleicht verbessern oder was sollten wir anders machen? Hehehehe. Was? Hö, Ich hab da was gefunden. wo bist du denn? Da, wo du bist. Da, wo ich bin? Nicht da, wo du Ja, bist. das ist mir klar. Ich stehe jetzt bei der Fabrik zum Beispiel. Habe auch ein paar Sachen für dich. Was ist Waffen hier? frei im Was? Haus Bist du in drinne. dem Waffenladen drin? Ich bin in einem Haus. Und der Waffenladen ist schon leer, oder was? Ja. Nee, ist er nicht. Ernst wurde ganz genau. Natürlich. Ich habe die Kisten leer gelootet, wo die Waffen drinne sind. Sag ich es einfach so, dann kannst du den ganzen Rest looten. Ja, ich mache auch den Rest. Wir nehmen alles mit. Alles, was kommt. Sollen wir Er ist möglicherweise. quasi der Müllsammler und ich bin der, der sinnvoll lootet. Ja, ich weiß nicht, ob Papier zum Müll unbedingt ist. Ich weiß nicht, ob Wasser und Essen und so unbedingt Müll ist. Ich habe schon wieder über 30 Gläser. Soll ich die weghauen? Weil im Endeffekt haben wir fast 100 jetzt da. Ja, gut, ich denke Gläser. Oh, ich habe noch zwei Kochtöpfe hier gefunden. Habe ich alles gescrapped. Ja, das werde ich dann auch scrappen, aber. Oh, ich habe Scheiße gefunden. Hast dich gefunden? Halt die Schnauze. Ja? Jeder braucht einen Kevin. Jetzt wisst ihr auch warum. Bin immer so nett zu dir. Ja. Ich weiß, das beruht auf Gegenseitigkeit. Nein. Tut es nicht. Ja, stimmt, hast recht. Ich habe mir da was vorgemacht. Definitiv. Ach, guck her. Gunpowder und Bullet Casing hat er liegen gelassen. Ich hab gesagt, ich habe die Kisten durchgelootet. Ja, musst du mal alles durchlooten. Weißt, was der Unterschied zwischen Kisten und... Du hast die Kisten also durchgelootet. Gut. Du hättest mir auch sagen können, dass du von hinten auch rein bist, anstatt vorne durch, weil dann hätte ich nämlich die eine Tür hier nicht aufschlagen müssen. Ich bin von hinten ran. Ja, ach Gott. Gott sei Dank hast du mir das jetzt gesagt, Kevin. Ja, würde ich auch sagen. Mann, 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 was haben wir denn hier noch? Ammonation Nation Book. Zweimal. Brauchst du das? Was? Ein Ammonation Nation Book. Ja, brauche ich. Habe ich zweimal. Ruhe, mitnehmen. Ach, was denn jetzt, Hax? Hättest du mal doch alles durchgelootet, lieber Kevin. Ja. So, ich kann jetzt 9 mm, 10 mm und 7,26er Muni bauen. Wir haben ja gesagt, wir gehen hierher zum Luden. Er hat nicht mal das Auto gelootet. Apropos, naja gut, das kann man liegen, das ist Holz. Soll ich das Auto hier gleich zerlegen? Ja. Das Wenn es ein ist. ganzes Auto ist, Es dann ist ja. ganz. Dann ja. Dann werden wir das gleich tun. Mal gucken, was wir da so rausholen werden. Oh. Oh. Du willst doch bestimmt auch mal eine Fabrik sehen, oder? Ja, Kevin, kannst du mal bitte herkommen? Warum? Ich bin voll und hier liegt jede Menge Zeugs. Was denn? Federn, also Spring auf jeden Fall und Brass Car Radiator. Okay, das ist sicherlich nicht so gewollt. Wie, was Oh, nicht so okay. gewollt? Naja, hier steht eine Tür mitten auf dem Flur und dahinter, wo sie eigentlich reingehört, ist offen quasi. Gut, das gucke ich mir dann gleich an. Kannst du vielleicht erst herkommen? Könnte ich tun. Weil nicht, dass das hier wegspawnt, also die spawnt. Ja, wobei die Federn braucht man nicht. Lass Und die diesen hier. Brass Car Radiator? Lass liegen. Okay, lass mir liegen. Hätte ich es auch noch mal nicht auseinander gemacht, wäre es das gleiche gewesen. Ja, hättest Ich. ja einen Motor oder so rauskriegen können. Ja, habe ich aber nicht. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu unserem kleinen Lädchen. Und werde mich dort entladen. Hahaha, ha, ha, Wortspiel. Oh je, oh je, oh je. Hab was für dich. Ja, schön, ich habe auch was, nämlich Zombies am Arsch. Sollte jeder haben. Ja, jeder braucht einen Zombie.
Ja, deswegen. So, einmal hier hoch. Zack. Hü-hüpf. Hü-hüpf. Uff, de Doi. Und zu damit. So. Dann laden wir den ganzen Mist jetzt erstmal aus. Zack. Dann haben wir hier noch Bier. Wir haben Pasta. Das hier. Hundefutter braucht man natürlich, ganz wichtig. Okay. Das, das, das muss hier rein. Da haben wir nochmal Grain Alcohol, haben wir nochmal, also Grain Alcohol haben wir jetzt auch schon 30 Stück. Sorry, da ich gerade nicht so aus allen Wolken falle wegen Ja, ist Alkohol. das. Ja, ist ja okay, ist okay, ist okay. Alles cool. Ja, dass ich hier das mit. Jetzt gucke ich erstmal, was er denn da hinten rein hat, dass wir da noch was zusammenfügen können. Also das hier, was ihr jetzt bei mir da gerade seht, das ist das, was wir definitiv direkt mit zurücknehmen werden. Deswegen füge ich das ganze Zeugs hier gleich ein. Leder, wollen wir Leder auch gleich mit zurücknehmen? Ja, Kevin ist begeistert, würde ich eher sagen, nein. Passt, ja, passt. Bin begeistert. Ja. Halt die Schnauze. Das habe ich natürlich. Warum Habe ich nicht gesagt hier. soll ich heute den ganzen Tag einfach bloß die Schnauze halten? Kannst du mir das mal bitte verraten? Keine Ahnung, habe ich das gesagt? Ja, und das nicht einmal. Nee, da musst du dich verhört haben, Kevin. Doch. Da musst du dich echt verhört haben. Doch. Ja, sag ich ja, du musst dich da verhört haben. Auf jeden Fall. Das glaube ich nicht, dass ich das gesagt habe. So. Ich hab nicht mehr, was ich hier lassen kann. Ich komme jetzt mal zu dir, zu dieser Fabrik. Ja, mach mal, räum mal leer. Ausleeren. Ja, ganz cool, ganz easy. Kann sein, dass ich ein paar Zombies mitbringe. Stecken lassen. Ah, by the way, sind dir irgendwo ein paar Vogelnester aufgefallen? Hab ich nicht drauf geachtet. Gut, ich nämlich auch nicht. Und wäre vielleicht ganz gut, dass wir dann noch ein paar Pfeile craften können. Mach So, mal. wo bist du denn durchgegangen? Hier. Nee. Wo bist denn du reingegangen? Vorderseite durch den Zaun. Vorderseite. Da, wo das rote Auto steht, quasi an der Seite. Wo ist denn da ein Loch im Zaun? Ach, hier. So. In Hühnchen. Fabrik. Oh ja, hier können wir viel zerlegen. Wo bist du denn da gerade? Oben irgendwo? Ich bin gerade zu Hause, weil ich mich komplett ausmüllen muss. Ach so. Weil ich keinen Platz mehr habe. Nicht nur keinen, sondern gar keinen. Wollen wir das ganze Inventar hier zerlegen? Nein. Okay, warum nicht? Hast du Lust, da jetzt 2 Folgen zu stehen? Nee, das jetzt nicht, aber wir könnten das ja auch noch im Off dann irgendwann mal machen, wenn wir das Material brauchen. Da kommt hauptsächlich Eisen raus, also Ja. Eisen haben wir jetzt hier 304 Scrap Iron, also jetzt Okay. nicht so das, was wir jetzt dringend brauchen. Wichtig sind Waffenteile, was wir dringend brauchen. Okay, Cloth Quasi. Fragment, den Scheiß brauchen wir jetzt nicht. Das, das. So. So, Ich nee, hab stopp. ein paar Sachen für dich. Das lesen wir erstmal. Ich habe auch noch ein Buch für dich. Ich habe hier einiges an Klamotten, das nehme ich jetzt, packe ich jetzt erstmal ein und sobald ich voll bin, sortiere ich es aus, was wir denn dann wirklich jetzt nehmen. Dass ich hier mal relativ schnell durchkomme in dem Bereich hier.
Oh, hier sind noch Corn Seeds. Auch ganz nett. Wie gesagt, ich bin da jetzt bloß schnell durch und ja, hab das Wicht hier geschnappt, also. Duct Tape. Jetzt nicht so, dass ich da alles durchgeguckt habe. Da haben wir nochmal Steel Arrows. Ja, die habe ich liegen lassen. Ah. Da habe ich bloß zur Munition mitgenommen, weil da Shotgun-Munition drin war und 10 mm. Das war mir erstmal wichtiger als irgendwelche Pfeile. Gut, ach, das ist die Tür, die du gemacht hast, die hier einfach mittendrin steht. Gut. Denke ich mal, ich sehe es nicht. Ja, du machst das, dann nehme ich gleich das nächste Haus vor. Wenn das okay für dich ist. Ja, ja, ich klopp mich hier mal durch die Tür. Oh. Verdammt, das war der Ausgang. Blaues Schnitzel. Ja, ich bin ja woanders reingekommen. So geht's da auch irgendwie nach oben? Wo ist denn deine Leiter? Dann denn nach oben. Da geht's irgendwie, müsste doch nach oben gehen, oder? Oder geht's hier nicht nach oben? Geht nach unten. Naja, aber da ist ja oben zum Beispiel, wenn ich hier von unten nach oben gucke, dann sehe ich da oben zum Beispiel Stühle und so. Dann musst du eine Leiter suchen. Schlauer Kevin. Das, was ich gerade eben gesagt habe, wo geht's hier nach oben? Dann... So. Warte mal. Ich kloppe jetzt einfach mal die Tür hier auf. Wahrscheinlich ist es sowieso eine, die nach außen führt, aber das ist mir jetzt gerade egal. Werden wir jetzt einfach mal testen. Geht ja schnell. Also quasi was Sinnloses tut er jetzt? Nein. Ich tue schon etwas Sinnvolles. Also, eventuell. Ha! Ja, eventuell. Es war sinnvoll, denn das ist das Treppenhaus. Und hier sind noch reichlich Kisten auch. Das heißt reichlich. Reichlich ist ein bisschen übertrieben. SMG-Schematik. Yes. Läuft bei mir. Na, 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 na. Das heißt, wir können schon wieder einige Teile verbauen. Gut, den Scheiß hier brauchen wir nicht. Der Scheiß ist... was wir mehr mitnehmen können. Aber wenn du das sagst, wirst Nein. du recht haben. Ja, das, ich hab dich jetzt nicht gemeint in dem Moment. So, das brauchen wir nicht. Weg. Ich weiß, die Tür war unlocked. Das brauchen wir auch jetzt nicht. Ein Kommentar kommt. Und ich war hier schon im Haus drin. Hab ich gerade auch festgestellt. Braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. So. Gehen wir doch einfach mal... Die scrappen wir auch gleich wieder. Auch das scrappen wir gleich wieder. Genauso wie das hier. Ach, Schwachsinn. Schmeiß mir eh weg. So... Wer so sagt, hat einen ganzen Tag nicht gemacht, war. Kevin hat gerade wieder im Internet nachgeschaut, was er für einen Spruch da drauf bringen kann. Schnell gegoogelt, ha? Ist dir nicht auf... Wenn ich laufe, kann ich die ganze Zeit googeln. Ist dir eigentlich aufgefallen, wie lieb wir uns in dieser Aufnahmesession haben? Ja, irgendwie gar nicht. Ja, das ist cool. Wir sollten echt an unserer Beziehung ändern. Wir sollten da echt mal, was ich, eine Paartherapie oder irgend sowas in der Richtung. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Beziehungsweise für dich eine Verhaltenstherapie. So, genau das meine ich, ja? Du musst unbedingt mal was an deinem Verhalten ändern, ja? Eigentlich. So. Bin mal gespannt, es hat sich überhaupt nicht rentiert, hier hochzukommen. Oh. Naja, dann gucken wir mal. Sag doch, du machst was Sinnloses. Das hätte auch sein können. Immerhin waren es 4 Kisten, nur war da nicht wirklich viel Brauchbares drin. So. Bogen raus. Zack, Abmarsch hier. Wir haben schon wieder 18.16 Uhr. Und 25 Minuten geht die Folge schon wieder.
Würde ich einfach sagen, wir machen hier mal... Oh, ich habe einen Motor! Sehr schön, aber ich kann mich gerade nicht so freuen, weil ich muss hier gerade mal ein bisschen Finger ziehen. Weil ich hier schon wieder einen Haufen Zombies höre und keinen Bock habe, in der Horde reinzurennen. Das heißt, wir kommen so langsam aber sicher unserem Ziel eines Minibikes etwas näher. So, jetzt. Nein. Naja, langsam habe ich gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, dass es schnell geht. Doch? Nein. Doch? Nein. Natürlich, weil wir brauchen einen Motor dafür. Ja, wir brauchen aber auch einen Motor für einen Bohrer. So, was ist wichtiger, ein Bohrer oder ein Minibike? Ah ja, dann eben den Bohrer. Ich habe einen Haufen Klamotten, du kannst dich komplett einkleiden. Ich habe auch Klamotten, ich habe mich schon eingekleidet. Oh, Moment mal, den searchen wir erstmal. Das hätte ich vielleicht auch mit dem anderen tun sollen. 237. 55. Ja, dann mache ich mich mal so langsam auf den Rückweg. Und wie es jetzt in der Stadt ja schon fast traditionell ist, wir machen, während ich auf dem Rückweg bin, eine kleine. Na, Kevin? Vogelnest. Folgenpause. Folgenpause, genau. Ey, ich kann eine Hunting Rifle bauen. Jo, das ist doch schon mal super. Ich kann alle, fast alle Waffen bauen. Jo, und das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, kleine Folgenpause hier. Und ja. Juhu. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns noch weiter hier in der Stadt umschauen. Werden vielleicht auch noch das ein oder andere Haus looten. Ja, ich bin schon am Häuser looten. Wo ist das fucking Haus, wo ich hin muss? Es ist 19 Uhr. Jo, ja, ob ich Teile zu Hause ankomme, seht ihr in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüssi.